understand it. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Telefrag. Heute sind wir beim Beck Jans, mal in der Bachstube ausnahmsweise. Eben der Beck hier, gell? Das ist der Phil Eng vom Beck Jans, nicht der Gös gesehen. Schwitzen alle und ich sage es euch, ich also auch, weil da unten ist ein Klima, gell? Es ist, ist richtig gemütlich, oder? Stunden ist der am Ruhe. Dass man vor allem hier in der Region das mit dem Bach fahren kann. Das ist zwischen Alten und Aaron. Der eben das Mehl und so, schaust du auch, wo es herkommt, oder? Genau. Aber ja. Auch regional in der Rio ist das nicht. Und ganz speziell bei deinem Brot ist eben die lange Ruhezeit. Genau. Das ist nachher auch die Halbpartei. Also, wie viel Butter tust du in den Zopf rein? Wenn ich hier Zopf habe, 15 Liter, dann haben wir 5 Kilo Butter. 15 Liter Zopf und 5 Kilo Butter. Wir können dann 11 Kilo anfangen und darum kann man essen. Okay, also die ganze Nacht. Gutes Brot braucht Weile. Und Kraft, Handarbeit. Also da könnt ihr noch lernen züpfeln in einer Geschwindigkeit. He? Ich glaube, bei dir muss ich noch fragen, wie alt das deine Brotrezepte sind. Die sind ganz alt. Eben. Von Vorvorgängen. Und so übernommen. Und du machst immer noch genau die gleiche, also nach dem gleichen Rezept wie vor. Und der Ofen. Der Ofen? Ja, weil er ist ja wirklich. So ein Ofen hat nicht mehr ein Gebäck, ne? Ja, genau. Ja. Schön gleichmäßige Hitze und so. Das ist fantastisch. Das Tomaten und Rübenbrot und alles dann ganz frisch gemacht. Jans, Ara und Niedergösgen. Jo, ich bin immer zart froh. Da zum Kaffee trinken. Alle wissen schon, was ich trinke: ein Kaffee und einen halben Liter Milch. Genau, und dann steht es eigentlich schon parat, wenn du kommst. Ja, sicher. Ja, ist super. Also danke vielmals für den Becky Hans. Eben sind wir in Erlischbach, Aargau und da ist natürlich der Denner und die wartet jetzt natürlich aufs Brot und den frischen Gipfel, oder? Beste Beck und beste Denner in der ganzen Schweiz, Erlischbach. Ich glaube, sie weiß ganz genau, wenn einer reinkommt, was er braucht und was er überkommt. Ja? Ist eine gewisse Erfahrung. Ein bisschen, ja. Super. Also danke vielmals, dass du das. Das Brotgestell, das schmeckt und alles. Hey, ja. Understand. Schau jetzt, ich schaue das ins Seitenpapier. Es ist noch warm. Also danke vielmals, dass wir schön haben dürfen reinschauen, wie Beck Jans, wie das funktioniert in der Produktion. Und es war super. Das war es schon. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Dankeschön. Abonnieren nicht vergessen. Super, merci. Tschüss zusammen. Danke vielmals. Ahoi. Schönes Wochenende. Gleichfalls. Danke.